So, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit zwischen FC Limerick und der FC Bayern München. Ah, sehr gut. Encouraging the possession statistic, but they've got to find goals from somewhere. Yeah, they have, and the problem they face is their strikers have had a poor day so far. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Oh, that's great work by the goalkeeper. Supported there as he can head it on to someone who's waiting to receive it. Alan McAnally wants to join us now. He's got a goal to tell us about. It's a second goal for Chelsea. Sehr gut geklärt. Thank you very much, Alan. And now the shot. And the goalkeeper has done well to stop that one. Javi Alonso. Thomas Müller. Fine save he's made there. And he's not let the ball escape his grasp. Wow, sehr knapp. Der kann auch den nach der Entfernung eigentlich nicht rüberzimmern. Naja. Sachen gibt es. Nee, nee. Macht doch jetzt endlich mal. Wow, nicht schlecht, aber unser Torwart Simon ist gefährdet, hat den gut geklärt. Ja. Hätte ihn mal nicht weglaufen sollen. Aber der Torwart hat ihn natürlich wieder geklärt. Sehr gut. Good clean tackle. This could be it. But he's shot off now. Ah, sehr schön gemacht durch von Jean Judetti. Schön unbedingt ins Eck rein und dann ist er ins Tor gegangen. Ja, schön. Rechtes, oben rechtes, nee, linkes Dreieck sogar. Und damit sozusagen ein Doppelpack durch Jean Judetti. Und auch wieder sehr unwahrscheinlich, dass es 2:0, ne, beziehungsweise 3:0 für FC Limerick gegen Bayern München stehen würde. Aber wie gesagt, FIFA ist ja noch immer sehr realitätsfern. So, und Abstoß. Mal gucken, ob wir noch ein Tor schießen können. Ich hoffe mal, wäre das eigentlich, wie bitte, das war doch kein Abseits.
So, mach jetzt Martinez. Und einfach für uns, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich könnte auch gerne mal einen anderen Playlist reinschauen. Nathan Drake Collection, also die Nathan Drake Collection Serie. Und meine andere Playlist, die Preview Match Serie mit dem Hamburger Sportverein, sowie ja, die Serie über das Add-on von The Witcher 3. Also Hearts of Stone, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ah, verdammt. Und es war das der Schlüssel von der Spiel 3:0 zwischen dem FC Limerick und dem FC Bayern München. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hinterlasst bitte einen Daumen nach oben, Feedback, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch bitte. Und wir sehen uns dann demnächst wieder.